zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle Remastered. Wir wollen die Welt retten, sind jetzt in der Kolonialzeit mit dem Dicken hier. Ich habe seinen Namen nicht. Ja, Mensch, der hat's echt drauf. Hat euch so verabschiedet, er begrüßt euch so, ist er nicht lieb. Was wollte ich sagen? Ja, seinen Namen habe ich mir noch nicht gemerkt, aber das kommt bestimmt noch. So, schauen wir hier in die Toilette. Gucken, was wir da haben. Diese Tür ist wohl verriegelt. Okay, dann schauen wir hier drüben. Diese Tür ist wohl verriegelt. Auch, okay. So, da haben wir ein Gasthaus. Mal darüber. Ein Wagen. Den schauen wir uns mal an. Er ist total verschmutzt. Die Hände in der Hosentasche. Die Arschkimme guckt aus der Hose. Mensch, der hat einen Look. Der Briefkasten, da ist bestimmt was drin. Ja. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. What the? Hey, der Pony Express. Der Pony Express. Ist was Neues drin? Nee. Hey, der Pony Express. Ah ja. Na dann, gehen wir mal an die Tür. Und öffnen diese. Dup, 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 dup. Was unterdessen? 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Sterbe. Ach je. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hut, Mann. Dein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat dein Hut. Okay. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Hey, bist du wirklich eine Mumie? Toll. Schön, mit dir zu sprechen. Ja. Das wäre nicht gerade nett. Och, warum denn? Außerdem könnte man mich erwischen. Beim Drücken der Mumie. Das wäre nicht gerade nett. Außerdem könnte man mich erwischen. Okay. Dann bleibt uns wohl nur die Tür hier. Da laufen wir mal durch. Auf geht's. Vorschlagbox. John Hancock. Also noch einer. Jupp. Hallo. Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Oh.
Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Ah. Aha, kann ich mir vorstellen. Aber bitte mach es nicht hier drin. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Das ist also dein Problem, richtig? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit Gratis-Butterbroten für Rodis? Nein, es gibt da nichts wie. Spar es dir, den Satz kenne ich schon. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Dann können wir noch mit dem Thomas Jefferson reden. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagy. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel, gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. So ein gieriger Kerl. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Wir-sind-das-Volk-Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Bis später dann. Was? Was passiert später? Schauen wir mal. Ein Rauchdetektor soll das sein. Ich glaube, dafür müsste ich ein Feuer machen. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Wie originell. Aber gut, dass ich ja wirklich alles ausprobiere. Oh, jetzt hängt er fest. Oh, was ein Glück. Welches Fenster wollen wir nehmen? Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Kannst du den benutzen? Das ist zu kompliziert für mich. Okay, dann würde ich sagen, geh mal in das. Das ist von einem Bett blockiert. Dann nimmst du das andere. Das ist schon auf. Ja, dann. Warum? Siehe? Warum? Junge! Sieht wie ein Schlafzimmer aus. Dann geh doch da rein. Das ist schon auf. Ich verkacke Eiern. Warum? Weiß ich nicht. Weil es nicht weitergeht. Nee. Nee. Ja, nee. Warum willst du nicht durch das Fenster gehen? Warum? Das ist schon auf. Ach so. Okay, dann war das wohl mein Fehler. Wir haben eine Falltür, okay. Jets Bett, eine Katze, Netzbett.
quietschende Spielzeugmaus. Mal gucken, was passiert. Oh. Hoppla! Dann müssen wir die wohl... Hoppla! Hoppla! Sah genauso aus wie es drücken. Oh, rote Farbe, prima. Können wir die nehmen? Ja! Wir haben rote Farbe. Sehr spartanisch. Sehr spartanisch. Wohin damit? Weiß ich nicht, ich dachte, du willst schlafen. Also, dann gehen wir mal nach unten. Zack. Ah, hallo Pferd. Und ich hab. Ach ne, die Münze haben wir ja hier gar nicht, ne? Sonst hätte ich der Katze mal die Münze hingeschmissen. Vielleicht wäre es dann abgelenkt gewesen. Ja. Was machst du da? Hi, Pferd. Selber hi. What the fuck? Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Tschüss. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Jupp, das Glas nehmen wir mit. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Ich will das nicht anfassen. Okay, dann lassen wir das. Da ist die Treppe, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Nanu? Nett und Chat, die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet! So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Das Model. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme. Außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix. Den habe ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte, wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Welche Art Leute? Fette, dumme Leute. Hey. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft, aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst.
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Das ist der Kopf von Ned oder Jet. Dann reden wir doch mal mit dem hier. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Komm, wir drücken ihn mal. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Ja, Entschuldigung. Bin schon wieder weg. Also hier kann man nichts machen. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Okay, will uns nichts sagen. Da geht's auch nicht weiter. Dann laufen wir mal da runter. Eine Tür. Und einmal nach innen. Drachenpläne. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Immerhin. Nee. Da ist Tinte auf dem Laken. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Meinst du, da ist Unterwäsche drin? Ah, nimm mal die Weinflasche mit. Blup. So, was können wir hier noch machen? Nichts weiter. Ja. Habe dich wohl. Ja, ja, oh. Die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler darauf haben? Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Daraus könnte man ein Mords-T-Shirt machen. Sieht bequem aus. Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Wer hat dich? Das Bett ist im Weg. Mensch, wir können hier überall nichts machen. Meine Oma hat auch so eine. Das sagt sie gar nicht. Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch. Und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Okay, gut zu wissen. Betsy Ross. Dann gehen wir halt mal weiter. Und öffne die nächste Tür. George sleeps here. Okay. Können wir doch mal dran ziehen. Hui! Zieh nur dich. So. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington.
So, ich... ich will noch mal ziehen, während ich das... Hier bin ich! Entschuldigung! Ich arbeite so schnell es geht. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Nein, ehrlich, ich bin nicht Washington. Sie sind George Washington. Beruf Gründungsvater. Das steht so beim Einwohnermeldeamt. Ah. Das ist nicht mein Zimmer. Nun, Sie haben hier ein ziemliches Durcheinander verursacht. Keine Chance, mich reinzulegen, Mr. Washington. Na gut, du hast recht. Ich bin Washington. Ich wusste es. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen. Im Gang. Weißt du, wo ich Red Edison finden kann? Vielleicht ist er wieder im Keller. Er versucht ständig etwas zu erfinden, statt sich um das Gasthaus zu kümmern. Ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, es gibt viel zu tun. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Aha, geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das. Sag mal. Ach, die Pendeluhr. Da war doch ein Geheimgang. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Ja, dann... Geh doch einfach durch. Mensch, Junge. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Mensch. Unterdessen. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Draußen ist er. Ich will aber diese Seife noch haben. So, das heißt, wir ziehen. Hier bin ich. Rausgehen. Seife. Aha! Okay. Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. So, wir gehen wieder nach draußen. Da müsste er jetzt hier irgendwo sein. Auf dem Feld, genau. Man müsste hier Drachen steigen lassen. Da ist er doch. Ah, Ben Franklin. Hallo. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Du bist verrückt, Ben. Ha! Das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Was wohl Red dazu sagen würde? Wer kümmert sich schon um so etwas? Ich brauche Red, um die Menschheit zu retten. Also ist er jetzt Missionar, was? Warum auch nicht? Es kann ja nur besser werden. Also, wo ist Red nun? In seinem Geheimlabor natürlich. Wo denn sonst? Was ist so schlecht an Red? Was hältst du denn von einem Typ, der die letzten 4 Jahre versucht hat, einen Hammer für Linkshänder zu perfektionieren? Er ist verrückt. Und er klaut auch andere Leute Erfindungen, bevor sie diese überhaupt als Patent anmelden können.
Nicht, dass ich böse wäre. Sind Sie nicht der 100-Dollar-Mann? Der 100-Dollar-Mann? Nicht schlecht. Wir sehen uns. Weiter so. Jo. Okay, da geht's nicht weiter. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder von dieser Folge mit dem guten Ben Franklin, der da Drachen fliegen lässt im Hintergrund. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach ganz schnell abonnieren. Er verabschiedet sich auch wieder, der gute Hugi. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.